auch miteinander zum Regionalwetter vom 25. Juni 2022. Mittlerweile haben wir den kalendarischen Sommerbeginn am 20. Und das Wetter hebt sich dran, es ist nämlich heiß, gewitterig und auch schwül. Also die Gewitter waren die letzten Tage durchaus ein Thema. Auch die Hitze, es hat jetzt den Juni schon ein paar Mal über 30 Grad gehabt und wir steuern momentan auf einen von der heißesten Juni der Messgeschichte zu. Aber wie geht's weiter? Wir starten mal mit der Großwetterlage und da haben wir ein großes Tief über der britischen Inseln, was sich immer wieder neu formiert. Und das schaufelt dann die warme Luft von Süden nach Norden auf. Manchmal bricht dann aber die Kaltfront durch und bringt uns dann teilweise die heftigen Gewitter. Und danach erneuert sich wieder das Tief und schaufelt wieder neue heiße Luft von Süden zur Inselanlehne. Und das wiederholt sich jetzt noch ein paar Mal. Heute haben wir dann wieder die ruhige Phase, also die warme Luft kann in Ruhe von Süden nach Norden strömen. Deswegen haben wir heute auch schon wieder um die 27, teilweise 28 Grad, aber viel Sonnenschein und die Quellwolken über der Berg blieben harmlos. Morgen am Sonntag, die Kaltfront rückt schon näher, ist schon über Frankreich, teilweise an der Grenze zur Schweiz. Und dementsprechend gibt es auch schon bei uns vereinzelte Hitzegewitter, die blieben aber wirklich nur lokal und sind eher an der Berg angesiedelt. Am Montag kommt dann die Kaltfront näher, aber es wird dann die Luftmasse richtig heiß und dementsprechend, wenn es viel Sonne gibt, kann so Temperaturen von über 30 Grad knapp geben, also so 32 Grad, vor allem mit ein bisschen Föhnunterstützung im Süden von Vorarlberg oder in Liechtenstein. Aber man muss auch sagen, dadurch, dass die Kaltfront so nah ist, muss man auch am Nachmittag und Abend teilweise mit heftigen Hitzegewittern rechnen. Vielleicht kommt da ein Cluster schon über Vorarlberg gezogen, also vor der Schweiz, südwestlich vorbei. Das muss man dann genau bei der Warnung nachschauen, aber auf jeden Fall mal ein Auge auf dem Radar abheben. Am Dienstag kommt die Kaltfront noch ein bisschen näher, das heißt, wir haben dann mehr Wolken, aber es bleibt trotzdem warm und schwül mit bis zu 27, 28 Grad und am Abend sind dann teilweise heftige Gewitter möglich. Am Mittwoch ist dann der Spuk schon meistens wieder vorbei. Am Morgen gibt es dann letzte Restwolken, vielleicht auch ein paar Regenschauer vor der Kaltfront aus der Nacht, aber untertags lockert es dann schon wieder rasch auf und wir warten ziemlich viel Sonnenschein bei so 25, 26 Grad. Also durchaus angenehm. Am Donnerstag kommt wieder ein neuer Schub warmer Luft von Süden aufgekotzt und mit dem haben wir dann wieder verbreitet 29 bis 30 Grad, bevor am Freitag wieder die nächste Kaltfront kommt und von West nach Ost durchrauscht und mit der kann es dann wieder heftige Gewitter geben, teilweise mit größerem Hagel, Sturmböen. Aber danach schaut es momentan so aus, es ist unsicher, aber wir könnten in einer kühleren Westlage verbleiben. Das heißt, wir hätten Tageshöchstwerte zwischen 23 und 26 Grad und die Unwettergefahr wäre fürs Erste gebannt. Das ist aber momentan nur ein Trend, die Modelle sind sich ziemlich unsicher. Es könnte auch genauso gut sein, dass sich ein Tief wieder unten reinkrallt und wir die ganze heiße Luft wieder von Süden herkriegen. Gut, das war's von mir jetzt die Woche. Danke fürs Zuschauen. Ciao miteinander.